Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um, oder starten wir besser gesagt, mit den Object Relational Structure Patterns, wieder mal ein furchtbarer Name. Was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich ein simples Problem, also man versteht das Problem recht leicht. Ich sage nicht, dass die Lösung leicht ist, schön wär's. Und zwar, wie bitte mappe ich eine Klassenhierarchie, wie wir es auf der linken Seite jetzt gerade haben, wie kann ich das ganze Ding in eine Datenbank reinpacken, die ja eigentlich nicht so richtig Daten unterstützt. Also Objektorientierung wird von der Datenbank eher nicht richtig unterstützt. Und deswegen muss man sich da überlegen, okay, wie kann ich das abbilden? Ja, und da gibt es drei Möglichkeiten. Heute gibt es erstmal die einfachste, und zwar Single Table Inheritance. Das bedeutet, wir haben hier wir haben nur ein Attribut pro Klasse, damit wir auch zeigen können, wie diese Attribute dann dargestellt werden. Ist eigentlich relativ simpel, werden wir aber noch in den nächsten paar Videos brauchen, dass wir da jeweils ein Attribut haben, damit es auch ganz klar ist. So, wir haben also einmal Essen mit dem Attribut ist gesund, dann haben wir Kuchen mit dem Attribut ist real, dann haben wir ein Stück, das entweder fett macht oder eben auch nicht, und wir haben einen Krümel, der spricht, obwohl er Kuchen spricht oder auch eben nicht. So, und jetzt mache ich das Ganze mit Single Table Inheritance. Das bedeutet, Single Table Inheritance kennt die ganze Hierarchie hier. Das heißt, man muss vorher wissen, wie diese Hierarchie komplett aussieht. Also im Ganzen, wirklich. Also jede Subklasse von allem muss bekannt sein im Vorfeld. Das ist schon mal ein großes Minus, würde ich mal so behaupten. Aber das Mapping ist an sich gar nicht so kompliziert. Und zwar, wir haben, also das ist jetzt unsere Tabelle tatsächlich. Ich weiß, die stellt man normalerweise anders dar, aber man kann sie auch in UML in etwa so darstellen. Und zwar, wir haben jetzt hier eine Tabelle mit Essen, oder wir nennen sie Single Table oder sowas. Also wie die Tabelle am Ende heißt, ist egal. In dem Fall habe ich sie jetzt einfach gleich genannt, wie das hier oben, aber ihr könnt die Tabelle natürlich auch anders nennen. So, und da sind jetzt alle Attribute drin, die möglich sind, also die man überhaupt haben kann. Das heißt, wir haben hier ist gesund drin. Das hat jede dieser Klassen, ist klar, oder? Aber wir haben auch isReal drin, was zum Beispiel alle Instanzen der Essen-Klasse hier oben nicht haben können. So, und wir haben sogar widersprüchliche Attribute hier drin. Das heißt, wir haben zum einen auf jeden Fall mal macht fett. Das hat das Stück als Attribut, aber wir haben auch spricht hier drin, was nur der Krümel hat. Das heißt, entweder man hat macht fett oder man hat spricht als Attribut. Man kann aber nicht beides haben, denn Stück erbt nicht von Krümel und Krümel erbt nicht von Stück. Das heißt, diese beiden Attribute sind sogar so ein bisschen widersprüchlich und man kann sie eigentlich gar nicht alle haben. Und natürlich hat hier jede Instanz von Typ Essen hat weder ist real noch macht fett noch spricht. Und man speichert sich hier in der Tabelle auch noch den Typ. Also das heißt, ob es Typ Essen, Typ Kuchen, Typ Stück oder Typ Krümel ist, ist alles egal. Ist auf jeden Fall alles drin. Ja, und das ist Single Table Inheritance. Jetzt habe ich schon gesagt, ist eigentlich nicht ganz so toll. Also ist relativ leicht zu mappen. Das Problem ist, man muss vorher wissen, wie man hier reinkommt. Also wie man oder was man überhaupt alles für Klassen hat. Das heißt, man muss vorher wissen, dass es eine Subclass Krümel gibt. Oder man muss sein komplettes Layout von der Tabelle ändern. Das ist schlecht. Plus, wir haben natürlich auch ein relativ dickes Table, sag ich jetzt mal hier. Wir haben einfach alle Attribute drin. Das heißt, die wächst einfach extrem. Und das kann auch mal schlecht sein, aber es sind auch sehr, sehr viele Attribute hier drin, oftmals leer. Das heißt zum Beispiel, entweder macht fett ist leer oder spricht ist leer. Eins von beiden ist auf jeden Fall leer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall leere Felder hier drin haben. Und das ist ja eigentlich eine recht simple Klassenhierarchie, sage ich jetzt mal. Hier kann es durchaus mal passieren, dass wir deutlich, deutlich mehr Unterklassen von irgendwas haben und mehr verzweigen. Das heißt, hier ist dann wirklich sehr viel von der Tabelle leer. Und deswegen natürlich erstens mal groß werden, aber zweitens auch sehr leer werden, was nicht ganz so toll sein muss unbedingt. Aber das Ganze hat auch natürlich ein paar Vorteile, und zwar, man braucht keine Joins, wenn man irgendwas machen möchte. Es ist relativ einfach, und wenn wir jetzt irgendwie was an unserer Klassenhierarchie ändern, das heißt zum Beispiel, wenn wir hier spricht in Kuchen reinpacken, weil ja der Kuchen auch sprechen kann, und dann muss der Krümel natürlich ruhig sein, aber egal. Wenn man spricht jetzt also in Kuchen reinpackt, dann ist es überhaupt kein Aufwand, weil man die Table überhaupt nicht anfassen muss. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Also wenn man irgendwelche Attribute nach oben oder unten verschiebt, ziemlich geil, muss man nichts machen. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, eine riesige Tabelle, und ja, das muss nicht unbedingt immer toll sein. Gut, das war's erstmal von der Single Table Inheritance. Nächstes Mal geht's weiter mit der Class Table Inheritance. Dann hören wir uns da wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.